Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Octopath Traveler. Hier für die Switch, wir spielen die Therion-Reihe, das heißt wir spielen einen Dieb. Und wie man in der letzten Folge sehen konnte, haben wir Heathcote getroffen, einen Butler vom Ravushaus. Natürlich war da kein Schatz, sie haben uns in eine Falle gelockt und uns jetzt einen Armreif verpasst, in den jeder erkennen kann, dass wir ein schäbiger, dummer Dieb sind. Und um diesen Armreif wieder loszuwerden, haben sie uns aufgetragen, drei Drachensteine zu finden. Diese Drachensteine sind sozusagen in der Familie von Ravus schon seit Ewigkeiten gewesen. Wie man sieht, können wir jetzt einfach hier durchkommen. Das Gute ist, dass wir die jetzt besorgen sollen. Warum auch immer. Oh, guck mal, da kommen die beiden. Mr. Therion, please wait. Oh, oh. What now? Was denn jetzt? Ich bin gekommen, um euch zu verabschieden. Da ihr ja auf mein Geheiß hin aufbrecht. Ich erfülle nur meinen Teil der Abmachung. Nicht mehr und nicht weniger. Das verstehe ich ja, aber... Er ist richtig, meine Lady. This is simply an agreement between us and a skilled but short-sighted thief. Er hat recht, Herrin. Es handelt sich lediglich um eine Abmachung zwischen uns und einem geschickten, aber sehr kurzsichtigen Dieb. Exactly. Genau. There is something you should know before you go. Wie immer. Aber wartet, eins solltet ihr wissen, bevor ihr aufbrecht. Ihr habt ja gesehen, ich habe einen Saphir-Drachenstein, ein blaues Exemplar, zurückgebracht. Die übrigen drei Drachensteine sind Rubin, Smaragd und Gold, jeder nach seinem Glanz benannt. Und ihr entfernt diesen Reif, wenn ich sie alle für euch stehle und zurückbringe? Darauf gebe ich euch mein Wort. Ha! Worte eines Diebes. Euer Wort? Na, das klingt ja vielversprechend. Habt ihr eine Ahnung, wo ich mit der Suche beginnen sollte? Angeblich soll ein Gelehrter im Edelhof der Rubindrachensteine erforschen. Okay. Edelhof? Na toll, da passe ich ja hin. Therion! Was ist denn jetzt schon wieder? Bitte, passt da draußen auf euch auf. Als ob dir irgendwas an mir liegt. Whatever. Did I say something amiss? Habe ich was Unpassendes gesagt? Ich hätte nie gedacht, meine Fähigkeit jemals für... Ach, schon gut. Ihr habt eure Steine bald zurück. Überlasst das Stehlen nur mir. Da geht er hin. Und so brach Therion auf. Seine Mission, die er voller Groll akzeptierte, lautete, die drei verbleibenden Drachensteine des Hauses Ravus zu beschaffen. Um so das Schandmal auf seinem Arm vielleicht wieder loszuwerden. Vielleicht, ne? Er wusste nicht, welches Schicksal ihn erwartete. In ganz Osterra erwarten euch sieben davon. Warum nicht losziehen und nach ihnen suchen? Zusammen könnt ihr sogar die schlimmsten Feinde besiegen. Ja, okay, das sind natürlich die anderen, die man hätte auswählen können. Kann natürlich noch andere Leute finden. Warum sollte man die nicht suchen und mit ihnen zusammenkämpfen? Klar, das macht Sinn. Oh! Ich wurde kürzlich von einem Monster attackiert. Also wischte mich am Bein. Seither kann ich es kaum mehr belasten. Ich frage wirklich nicht gern, aber habt ihr vielleicht eine Heiltraube übrig? Diese Person, die Heiltraube, eben klar. Ich bin mal so nett. Puh, danke. Ich denke, jetzt kann ich wenigstens wieder gehen.
Ihr habt mich aus einer echten Notlage gerettet. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn ihr nicht angehalten hättet. Mein Name ist Kit. Ich bin auf der Suche nach meinem Vater, der verschwand, als ich noch jung war. Seid ihr auch auf der Reise? Vielleicht treffen wir uns unterwegs ja einmal wieder. Gebt gut auf euch acht. Dann wird eure Reise sicher ein gutes Ende finden. Also gut. In Gattesreich gibt es Menschen, die eure Hilfe benötigen. Helft den Menschen des Reiches, indem ihr die Kraft der Wegeaktion nutzt. Es gibt vielleicht mehr als einen Weg, um ihre Probleme zu lösen. Was machen wir? Guck mal, ein bisschen Kohle bekommen. So, jetzt machen wir uns hier unten die Truhe. Ja, guck mal, da haben wir die Heiltraube gleich wiederbekommen. Das war ja klar, dass das so gemacht ist, ne? Hätte ich sie nicht gegeben, hätte ich aber noch eine Traube gehabt. Okay. Dann wird mir gegeben, der Vogel. Out of my way. Okay, das ist keine Schwäche von ihm. Aber. Okay. Vielleicht mag er ja meinen Dolch nicht. Dolch interessiert ihn auch nicht so richtig. Wie wär's dann mit. Mit dem Schwert. Yes. Gut. Das fand er nicht so cool. Kann ich verstehen. Mal speichern. Oh. Immer speichern zwischendurch. So, man sieht, eine Stunde 16 spielen wir schon. Das ist ganz gut, dass man das immer sehen kann, denn, wie ihr wisst, kann das ganze Spiel nur 3 Stunden gespielt werden. Oh, ich dachte, wäre eine Höhle, was war da? Oh, oh, gefährliche Eier. Oh, die hat doch Yoshi gelegt. Schaut euch die Farben an. Schon Feuer? Bringt das was? Ah, nicht so viel. Okay. Vielleicht tatsächlich noch irgendwas nehmen. So, durch und zack, zack. Ein bisschen benommen, der Gute. Ist gleich noch ein. Mal noch benommen? Ja. Mist. Okay, jetzt kommen wir ihn raus. Perfekt. Genau. Aufstieg! Benebelnde Würze. Na. Klingt ja nicht so verheißungsvoll. Hier ist nichts. Hier weiter. Hier auf dem Schild drauf. Felsfall. Südlicher Felsfall passt nach Klarach. Okay, wo soll der Gelehrte sein? Ach, da kann ich überall hin und die Leute holen. Das ist ja auch nicht schlecht. Wir gehen hier runter nach Klarach, würde ich sagen. Oder? Macht doch Sinn. Gut. Gehen wir diesen Weg. Ein bisschen irre führen dieses 3D so ein bisschen, aber irgendwie noch abgefahren. So, noch so ein fliegender Hamster. Okay, so, Schild weg. Perfekt. Easier Kampf, würde ich sagen.
automatisch speichern. Wir speichern gleich mal hier. Kein Problem. So, hier. Nördlicher Felspass. Kammbuch, klar. Wir müssen nach unten, okay. Oh, hier ist eine Kiste. Entdeckungskraut. Oder Erweckungskraut? This is the beginning of your end. My turn. Wir legen jetzt mal ein. Ah, wir haben ganz schön rein, die kleinen Viecher. So, nächstes Ei. Oh, das hat doch mal ganz gut reingehauen. So, perfekt. And that's what the case. I died, she died, everyone died. So, weiter geht's hier runter. Ab nach Clara. Ist ja nicht mehr so weit. Mal hier gehen wir links. Das ist eine Truhe, die holen wir uns nochmal schnell. Alle. Oh, genau davor, war klar. This is the beginning of your end. Out of my way. Benebeln wir dich erstmal. Okay. So. Das war ganz okay. Die irgendwie droppen die echt gar nichts, so die Leute, ne? Also, wenn mal was gedroppt wird, dann was total Dummes, Simples. Aber nichts Cooles. Da komme ich nicht längs. Aber nur von der anderen Seite, ne? Schade. Müssen wir nochmal einen anderen Weg gehen. I'll make this quick. My turn. Ah, guck mal. Also man kann die ganz gut kombinieren, die Angriffe, ne? Dann sieht man, dass man dann auf einmal doch irgendwie was erreicht, wo man dachte so, man haut gar nicht mit so viel Einsatz da rein, aber westlicher Clara-Rübergang, Gefahrenstufe 1. Na gut. Sieht gar nicht so gefährlich aus hier. Da steht, wer ist das denn? Warte, mutieren wir. Bevor wir reden, mache ich jetzt eine Kiste auf. Krimskrams 1, okay. Was hat sie mir denn? Kann ich auch was klauen? Was hat sie denn da so? Schädlicher Samen? Ah, oh, nee, komm. Die Wahrscheinlichkeit ist... Aha. Ihr werdet kaum glauben, was ich in den Fluss hinabtreiben sah. Es war ein Ei. Aber kein gewöhnliches Ei. So viel kann ich euch sagen. Es war riesig, größer als mein Kopf. Wahrscheinlich so ein Viech sein, mit dem ich gegen gekämpft habe gerade eben. Kleiner Frosch. Das ist zwar keine Schwäche von ihm gewesen, aber er mochte es trotzdem nicht. So. So regelt man das mit Fröschen. So, ab nach Clarach. Oh. 4 Minuten vergangen. Weltweit, Clarach. Wir gehen jetzt nach Clarach. Was erwartet?
hübsches kleines Dörfchen, würde ich sagen. Schau mal. Why, hi. Willkommen in Tlaroch, dem Dorf am Fluss. Ihr dürft gern bleiben, solange es euch beliebt. Ja? Was hast du denn so auf Tasche? 8%, dann werde ich, glaube ich, geschnappt. Okay. Der Hustenmann ist groß oder wird schlimmer. Aber er will den Tabak einfach nicht abschwören. Silbertoupee. Okay, Sepp, Nina, haltet ja durch für mich. Ich lasse nicht zu, dass das Gift euch besiegt. Sein Name ist Alfyn und er ist Apotheker. Er hat sein ganzes Leben in dem idyllischen Dorf Tlaroch verbracht, wo er sich als junger Apotheker um die Bewohner kümmert. Er bemüht sich jedoch nicht allein. Seth, sein bester Freund aus Kindestagen, arbeitet mit ihm zusammen. Als Seths kleine Schwester aber von einer tödlichen Viper gebissen wird, ist es an Alfyn, ein Gegenmittel herzustellen, bevor das Gift sie umbringt. Und darum bricht er auf zur Höhle von Rio, wo er gegen die schreckliche Bestie kämpfen muss. Auf diesem Weg braucht er fürsorgliche Verbündete. Vielleicht mich. Für die Gefährten. Ah, okay. Das machen wir. Ich nehme ihn mit. Und wir schließen erstmal seine Aufgabe ab. Wechseln wir jetzt direkt zu seiner Geschichte wahrscheinlich. Genau. Euer Ruf in Tlaroch hat sich verbessert. Großvater, sei stark. Bitte rauch nicht mehr. Könnt ihr ihm mit eurer Medizin wirklich helfen? Ganz bestimmt, wart es nur ab. So, das wird reichen. Jetzt langsam trinken. Das wird wieder. Danke, mein Junge. Das war ein Wundermittel. Ach, nicht der Rede wert. Ich mache nur meine Arbeit. Das wird den Husten erstmal beruhigen. Aber eure Lungen steht es nicht gut. Leg die Pfeife mal zur Seite, mein Herr. Hört ihr? Die Pfeife niemals! Ach, Alfyn. Vielen, vielen Dank. Es ist ein Segen, einen Apotheker wie euch in unserem kleinen Dorf zu haben. Viel ist es nicht, aber bitte. Ich kann auch kein Geld annehmen. Lass mal, das geht ins Haus. Behalt das Geld und kauf lieber etwas Leckeres für dich und deinen Großvater. Ich komme wieder, um nach ihm zu schauen. In Ordnung? Ah, sehr gut. In dieser Zeit stecken Medizin und Heilkunst noch in den Kinderschuhen. Um sich gegen grassierende Krankheiten und Leiden zu wappnen, verlassen sich die Menschen ganz auf Salben und Tinkturen. Apotheker. Mama. Did you see me, Ma? I whipped up an anti-tussive elixir like you wouldn't believe. Ich habe ein hustenstillendes Elixier angerührt, wie man es kaum fassen kann. Ich kann kaum glauben, dass es bereits ein Jahr her ist. Ich bin hier näher zu sein, der ich sein will, ein Mann, wie er einer war. Alf, ich habe dich überall gesucht. Hey, Seth. Hallo Seth, schon fertig für heute? Den ganzen Tag nur zwei Patienten. Dich hier zu haben, ist eine große Entlastung für mich. Könnte ich dich auch nur dazu besorgen, nicht ständig Preisnachlasse zu geben? Ach komm schon. Arme Mädchen hatte schon schwer genug. Ich muss mich um den alten Alec kümmern. Ich kann ja auch nicht das letzte Geld wegnehmen. Ich zieh dich auch nur auf. Du
Du weißt doch, das ist genau das, was ich an dir, was mich an dir so gefällt. If the villagers are healthy and happy, that's more than good enough for me. Wenn die Dorfbewohner gesund und glücklich sind, dann ist das für mich mehr als genug. Haha, das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Vielleicht sind wir neu auf diesem Gebiet, aber ganz unter uns, das Dorf ist in guten Händen. Klar doch, solchen Epidemien? Zeigt euch ruhig, denn wir haben das Beste. Ich zähle auf dich, Alf, das tun wir alle. Wer hätte gedacht, dass der kleine Lausebengel einmal zu einem erstklassigen Apotheker werden würde, ha? Huh? Wir können nicht alle mit einem silbernen Pistil in den Händen geboren werden, Meister Seth. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Vielleicht. Wie auch immer, ich sollte zurück zu Nina. Ja, natürlich. Auf nach Hause mit dir, mein Freund. Alfin. Wir sind doch schon von klein auf an Freunde, nicht wahr? Ich kenne dich besser als jeder andere. Sei sehr ehrlich zu mir. Du verheimlichst mir doch etwas, oder? Ich habe recht, oder? Alf, in Wahrheit. Meister Zeph! Komm schnell, es geht um eure Schwester. Jetzt wurde sie garantiert von einer Viper gebissen. Das sieht nach Bissspuren aus. Alfin, könntest du dir das vielleicht auch mal ansehen? Na klar, Kumpel. Sie ist in tiefe Trance gefallen. Es ist schlimmer als befürchtet. In der Tat. Außer Nina habe ich keine Familie mehr. Wenn ich sie verliere, dann... Ich wünschte, sie könnte uns sagen, was passiert ist. Man muss sich davon ausgehen, dass sie von einem giftigen Tier gebissen wurde. Aber von welchem, ohne das Gift genauer zu kennen? Ja, die falsche Medizin könnte alles noch schlimmer machen. Verdammt, welche üble Besser hat meine Nina nur sowas angetan? Hören wir uns mal um. Vielleicht hat jemand etwas gesehen. Das ist ein guter Plan. Nutzt die eine Aktion in diesem Charakter. Was hat er denn für eine Aktion? Alfin kann sich erkundigen und so alle möglichen Informationen erhalten. Sehr gut, aber wir stoppen das Ganze hier, denn wir wollen ja noch mehr sehen in der nächsten Folge. Haben Alfin jetzt am Schlawenzel und hoffen, wenn wir ihn durchspielen, dass wir dann zu zweit durch die Welt ziehen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Bis dahin, tschüss.